Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Crystal Clear und ich habe genug Coins gesammelt für die Leftovers. Es wurde aber auch mal Zeit. Ich glaube, ich habe sogar mal angekündigt, dass ich die Leftovers kaufen werde im nächsten Part. Aber der Part, an dem ich das gesagt habe, der ist schon ein bisschen vergangen. Aber jetzt haben wir endlich die Leftovers. GSD sage ich da nur. GSD für Gott sei Dank. So. Und jetzt geben wir die gleich unserem Pokémon hier Gift. Und zwar ist Pummel auf unser Tank. Wirklich tough, whatever. Ja, jetzt haben wir einen super starken, mega, hyper, super, brutalo, ultra, hyper, super. Meine Leute, wir holen sich Tank. Ja. Mit dem perfekten Moveset, finde ich. Und ja, gut, die Defense könnte höher sein, aber wirklich tough. Hat halt sehr viele KP. Das ist so der Ausgleich. Und ansonsten, ja, ich gucke hier Level 31. Alle unsere Pokémon sind so auf dem 30er Niveau. Außer Girafarig. Girafarig ist noch Level 29. Tornum. High Jump Kick. High Jump Kick ist auch so eine Kackattacke. Die können wir eigentlich nicht weghauen. Haben wir da was Besseres vielleicht? Steel Wing, Fire Blast, Shadow Ball. Genau, ich wollte einen Shadow Ball beibringen. Jetzt weiß ich es wieder. Damit wir auch gegen Psycho-Pokémon kämpfen können. Und zwar Faint Attack lasse ich mal. Faint Attack ist eine Unlichtattacke und High Jump Kick hau ich raus. So. Alles klar. Wir hätten noch einen Earthquake anzubieten. Wer könnte denn Earthquake lernen? So hypothetisch gesehen. So, du kannst schon Erdbeben. Ja gut, da kann man nichts machen. Wie sieht's aus mit Solar Beam? Wirklich tough, nein. Du kannst schon alles, was gut ist. Zap kennen, wer kann denn Zap kennen? Ich könnte es selbst kennen, aber mir wäre Donnerblitz ehrlich gesagt lieber. Die Elektroattacke allgemein wäre ziemlich geil. Aber wir bräuchten irgendwie eine Elektroattacke. Die selbst kennen ist mir zu ungenau. Die ist schon gut, aber die ist mir zu ungenau und zu unzuverlässig. Ich bräuchte irgendeine Elektroattacke. Ja, wobei, wir haben jede Menge Thunder Punches doch auch noch verteilt, oder? Wie sieht's denn aus von den Attacken her? Was haben wir denn mit? Wir haben Psycho, Normal, Geist und Unlicht, Gestein und Normal, Eis und Wasser, Gestein, Donner, Feuer, Erde, Käfer, Thunder Punch, als Donner, Gift, wieso kann Magma noch Smog? Smokescreen, unser Magma könnte man ein bisschen besser Attacken beibringen. Lass mal kurz überlegen, was ist denn noch eine gute Attacke für Magma? Vielleicht ein paar Kampfattacken, ein paar mächtige? Aber wir könnten vielleicht. Wir könnten unserem Azumarill könnten wir Blizzard beibringen. Und ich würde sagen, wir hauen Walzer weg, also Rollout. Wobei, wir haben schon Ice Punch, da brauchen wir eigentlich keinen Blizzard für. Wie sind denn die Werte von Azumarill? Er ist ein Spezialangreifer. Mehr oder weniger. Dann bringen wir ihn doch Spezialangriffe bei. Wir haben gar keine Pflanzenattacke, kann das sein? In unserem Team. Ja gut, niemand kann eine Pflanzenattacke lernen. Wie sieht's aus mit Solar Beam? Ach ja, Wigglytuff, natürlich. Fireblast. Fireblast ist so eine Power-Attacke, die ungenau ist. Ja
gut. Ich hätte lieber gerne starke, also ausgeglichene Attacken wie Flammenwurf, die immer treffen und gut sind. Oder Donnerblitz oder sowas. Oder Eisstrahl, diese Attacken sind cool. Aber wir bräuchten ein bisschen. Ich weiß nicht. Wo gibt's denn die Eisstrahl-Sachen da? By the way, ich weiß immer noch nicht, wo Surfer ist. Ich habe das Gefühl, man kann Surfer bekommen, jetzt in unserer Situation. Quick Claw versus. Achso, das sind Items. Genau, da haben wir uns gerade die Lefter ausgeholt. Jetzt, was gibt's hier? Hier gibt's Pokémon. Ach, hier gibt's Girafarix. Shuckle, Eevee, Porygon, Larvitar. Ich glaube, ich hole mir einen Shuckle. Also Potrot. Ansonsten hier gibt es glaube ich niemand, der was verkauft. Warum bin ich dann eigentlich rein, wenn ich das schon weiß? Egal, vielleicht aus Reflex. Na gut, okay. Jetzt, ich würde sagen, jetzt wo wir schon hier sind, machen wir unseren Orden, unseren nächsten Orden. Und zwar um uns den Pflanzenorden, also den Farborden, den haben wir uns schon mal geholt, wenn ihr euch erinnert. Allerdings hieß er damals Quellorden. Und es ist gut, dass wir keinen Zerschneider brauchen. Und hier ist so ein Spanner. This gym is great. Only girls are allowed here. Ah, okay, dann gehen wir mal rein. Wenn nur Mädchen erlaubt sind, schauen wir mal rein, ne? So, hier sind die Statuen und hier sind zwei Schwesterinnen. We're going to protect Erica. Na gut. Dann beschützt euch mal. Beschützt sie mal. Was hast du denn? Ein Victory Bell, also ein Satzenia. Interessant, Level 29. Psychic. Pflanzen-Pokémon neigen dazu, gemein zu sein. Ich sag nur, Stun, Spore und Rap in der ersten Gen. Was Übleres gibt's nicht. Da hat man ein Knuffenser, ein gegnerisches Knuffenser, Level 20, mein Glurak besiegt. Auf Level 30 bis 40 etwa. Und es hat nur Rap benutzt. Immer nur Rap. Die ganze verdammte Zeit. Und mein Glurak starb schließlich. Staffette ist natürlich eine Kackattacke. Die solltet ihr niemals euren Pokémon beibringen, es sei denn, ihr verfolgt eine Strategie dahinter. Das heißt, diese Attacke wird nicht erlernt. We couldn't win. Echt, oder? Ich dachte, ich hätte verloren. Dass ihr das kommentieren müsst. Do you think a girl's only gym is a rare? Naja, ich habe schon eine gesehen in, ich glaube, in Dukatia City. Da waren auch eine Weiber drin. Hubbelpfurz! Okay. Metronom. Was kommt raus? Ich hab's gesagt. Rap. Ich hab's gecallt. Man sieht meine Maus. Oh Gott, er verfolgt die Strategie. Stun, Spore und Rap. Ja gut, aber der Trick funktioniert nur in der ersten Gen. In der zweiten geht er nicht mehr. Den haben sie dann genervt. Ja, Baumwollsaat. Bringt noch weniger was. Denkt mir meine Initiative. Aber ich habe eh keine Initiative. Ich bin eh schon paralysiert. Ah, warte, der Rapper war vorhin von mir. Mein Gott. Okay, es kommt raus. Was kommt raus? Thunderbolt. Die Attacke ist nicht so gut jetzt. Ja, macht ein bisschen Damage, auch wenn sie nicht effektiv ist. Aber der. Ich stelle mir den Rap von Girafarik vor. Wie soll ich mir das vorstellen? Wie rappt ein Girafarik ein Hubbelpfurz? Und jetzt leckt es auch noch ab. Also voll perverse Attacken hier. Erstmal umarmt er sie und dann leckt er ihn ab.
Ja, ich habe eh keine Initiative. Du kannst doch ruhig weiter die Attacke benutzen. Oh, jetzt wird er bissig. Meine Güte. Was ist mit Girafarig los? Girafarig dreht durch. Ich will Level 30 haben. Oh, jetzt kratzt er auch noch. Wahnsinn. Ganz schön wild ist Girafarig. Und was ist das Hop-Heat? Hop-Heat. Achso, Hopfspross. Hätte ich mir denken können. Und wenn das mal noch mit. Mein Gott, voll die schwachen Pokémon. Hubbelfurz und Hopfspross. Yeah, es gibt Geld. Coins scattered everywhere. Alright. Killfight Speed won't drop anymore. Tja, woran könnte das nur liegen? Ah, meine Ohren! Ich hasse diesen Kreischrein der ersten und zweiten Gen. Der soll laut sein, habe ich so das Gefühl. Girafarig's Speed won't drop anymore. Schlombert ist geil. Sehr effektiv. Bam. Alles klar, was kommt als nächstes? Jump Love, das ist wahrscheinlich Papunga. Die letzte Stufe von der Hopfspross Entwicklungs Evolutionsreihe. Fully paralyzed. Und er hat immer noch den Leech Seed dran, ne? Kann ich ihn eigentlich austauschen? Wahrscheinlich nicht, weil er Leech Seed hat, ne? Benutzen wir mal Magma, bekämpfen mal Pflanze mit Feuer. Heizen wir den ordentlich ein. Mein Gott, diese Sprüche immer. Oh komm, Sleep Powder. Paul, das lässt sich jetzt pennt mein Pokémon hier für mindestens 10 Runden. Nein! Jetzt wurde er auch bepflanzt. Oder soll ich besamt sagen? Nee, das sage ich besser nicht. Nee, jetzt werde ich schon wieder pervers. Muss nicht sein. Das Papunga hat mein Magma erst schlafen gelegt und dann. Ihr wisst schon, ne? Und jetzt schon wieder. Das ist aber ein kurzes kurzes Schläfchen, was er da gemacht hat. Oh, ich bin schon wieder. Alles klar. Oh, kurz vor Level 32. Oh, Blee. Was? Ist das dein Freund? Keine Ahnung. Oh, a battle? That's kind of scary, but okay. Was ist daran gruselig? Und warum findest du es gruselig und bist dann in einer Arena? Das macht keinen Sinn. Ich gehe auch nicht Bungee springen, wenn ich Angst habe. Na komm, Random. Mr. Random. Just give me something good. Vielleicht wäre Shadow Ball besser gewesen, aber egal. Bubble ist natürlich nicht so gut. Es zieht nur ein bisschen ab. Ja, ich hab's gesagt. Und jetzt Shadow Ball. Und es stirbt. Und zwar jetzt. Aber immerhin ist die Paralyse jetzt weg. Okay, Kevin Logik. Ich habe mein Pokémon sterben lassen, damit die Paralyse weg ist. Hä? was nehmen wir denn? Nehmen wir mal. Komm, den vergiften wir jetzt. Jetzt soll er leiden dafür, dass er meinen Girafarig besiegt hat. Ahaha. Stampfer. Leide. Und jetzt hau ich dich mit dem Feuerpunch ins Gesicht! Auf deine Kokosnüsse! Und down. Und Level up, oder? Natürlich. Level 32. Ja. Und that's it. Ja, das war's. Hast recht. Und du bist die Letzte. Where are you looking? At these flowers? Or at me?
Auf beides, meine Schöne. Beauty Julia wants to babble. Ein Paras. Na komm, lass mal doch mal dazu mehr draußen benutzen. Ice Punch! Bam! Ich stelle mir gerade vor, wie Azume mit seinen flossenähnlichen Armen des Paras schlägt. Mit so Eisflossen. Das stelle mir ganz lustig vor. Leech Life ist in der 7. Generation oder so. Ja, ab der 7. Generation ist Leech Life viel stärker als in der 2. Hat die, glaube ich, eine Angriffskraft von 80 oder so? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist Leech Light oder so ziemlich gut in der heutzutage. Ich weiß nicht, heutzutage sind die Pokémon-Spiele alle kacke. Ich habe mir jetzt übrigens das neue Erweiterungspaket geholt. Pokémon Insel der Rüstung oder so, wie es heißt. Ich habe es ein bisschen angespielt. Es hat nicht gerade viel Content für den Preis, muss man schon sagen. Gut, es gibt bessere, stärkere Pokémon, was natürlich einen erlaubt, besser zu leveln. Aber ich persönlich finde es ein bisschen arg wenig, was da herauskam. Wenn man bedenkt, dass sie da viele Monate dafür Zeit hatten, das zu programmieren. Ne? Aber egal. Immerhin konnte ich einen Valreiser fangen auf Level 80. Das war es mir schon ein bisschen wert. Ich glaube, Valreiser Level 80 ist, glaube ich, das wilde Pokémon mit dem höchsten Level, was es je gab. Also, da habe ich mich schon gewundert. Was? Das Valreiser hat Level 80? Ja, ich schwimme so mit meinem Surfer-Pokémon. Oder nee, das ist ja kein Surfer-Pokémon, das ist ein fucking Fahrrad! Man fährt mit einem fucking Fahrrad im Meer herum. Im Pokémon-Schwert und Schild. Was denn das für eine Scheiße? Zu faul, Surfer zu implementieren, was? Wie können wir es leichter machen? Wir sind so faul, wir sind Game Freak. Wir müssen irgendwie Fahrrad und Surfer einbauen. Wie machen wir das am besten? Ich habe eine Idee, wir bauen einfach beides in einmal. Wir machen ein Fahrrad, was aufs Meer schwimmen kann. Das begeistert die Kids sicherlich. Wow, gute Idee. Und heute ist er stellvertretender Chef von Nintendo geworden. Garantiert. Ja. Ja, jedenfalls fahre ich so mit meinem Fahrrad rum und dann auf einmal sehe ich dieses fette Pokémon aus 1 Kilometer Entfernung. Es ist ein fucking Valreiser Level 80. Ich gehe darauf zu, es wird immer größer. Der ganze Bildschirm ist voll von diesem Valreiser. Man sieht ja ab der 8. Generation, sieht man die Pokémon außerhalb des Kampfes. Und man kann gezielt versuchen, die einzufangen. Was ich sinnvoll finde. Aber ich finde, es zerstört ein bisschen das klassische Pokémon-Prinzip, ein bisschen, dass da ein bisschen Zufall dabei ist, was auftaucht. Dass man da einen kleinen Überraschungseffekt hat, wenn zum Beispiel ein seltenes Pokémon auftaucht. So ein gut, Shinies sieht man, glaube ich. Ich weiß nicht, sieht man außerhalb des Kampfes auch Shinies in der 8.? Egal. Aber jedenfalls ist es schon ein Überraschungseffekt, wenn auf einmal so ein seltenes Pokémon auftaucht, ne? Und man das nicht auf einmal sieht, so, ui, da ist ein Mewtwo aufgeploppt. Das fange ich mal ein. Ne? Da finde ich es besser, wenn man so, oh, es taucht ein Pokémon auf. Was ist denn das? Schwarzer Bildschirm. Es ist ein Mewtwo. Klon. Es ist ein Ditto. Alles klar. Ja, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ein Pokémon gehalten, richtig. Aber wie gesagt, ich habe mir dieses Erweiterungspaket noch nicht so angeschaut. Ich habe jetzt nur grob an der Oberfläche gekratzt. Auch wenn ich vermute, dass ich schon das meiste gesehen habe, was geil ist von dem Ding. Erika, hello, lovely weather. Isn't it? It's a pleasure. My name is Erika. I am the leader of Celadon's Gym. I'm afraid I made those off. Sie ist wohl wieder. Sie hat so viel Gras geraucht, ne? Oh, I'm sorry, I didn't realize that you wished to challenge me. Well, I will surely not lose.
Ich bin gespannt auf das Level, weil ich glaube, ich bin ein bisschen über zu früh jetzt in die neue Arena rein. Lass mal überraschen, wie stark die Pokémon von ihr sind. Ein Tangela. Es hat Level 31. Ja gut, das ist auf unserem Level. Ist okay. Ist okay. Das ist absolut okay. Besser ich hier aufzusingen. Soll ich aufhören zu singen? Ja, ich höre besser auf zu singen. Iron Tail. Der ironische Schwanz. Oh Gott. Och nee. Umklammerung. Nee, was ist das? Egal, die Attacke ist nicht so gut. Die hindert nur mein Pokémon daran, dass ich es auswechseln kann. Und macht ein bisschen Schaden. Was ist das? Vital Throw. Ich habe keine Ahnung, was das ist für eine Attacke. Geiger Drain. Die stärkste Saugattacke in der zweiten Gen. Okay, jetzt machen wir ein bisschen ernst. Genug Metronom. Jetzt machen wir mal Physik. Er hat Physik. E ist gleich MC2 im Quadrat. Pff, Schaden bekommen. Okay, Einstein. Wart noch, bis du fertig gewickelt wurdest. Okay, Einstein. Und jetzt benutzt Physik. Yeah. Und Level 31. The next one is I... Was? A Jumpluff. Achso, das ist das Ding. Wie heißt das? Hubbelpurz. Die Entwicklung von Hubbelpurz. Papunga, genau, Papunga war es. Was nehme ich denn gegen Papunga? Subududu, ich nehme Subududu. Ihr müsst wissen, Papunga ist auch vom Flug, vom Typ Flug. Von daher kann ich schon gegen mit Gesteins-Pokémon gegen es antreten. Ich muss halt aufpassen vor Pflanzenattacken, die tun weh. Aber es tun auch Gesteinsattacken weh. Aber ich glaube, Hubbelpurz ist schneller. Aber es ist Hubbelpurz ist nicht so besonders stark, was Offensive angeht. Ne? Es ist eher so ein lästiges Pokémon, so eins, das Leech zieht und so einsetzt, ja. So zum Beispiel, genau, so setzt man seinen Hubbelpurz ein. Aber dafür kann es nicht einkassieren. Es ist nur schneller, aber es ist nicht besonders stark. Ja, ihr seht's ja. Ja. Genau. Was kommt als nächstes? Es kommt als nächstes Victory Bell. Was ist denn das nochmal? Ultrigaria? Ich glaube, das müsste Ultrigaria sein. Dann nehmen wir wieder... Oh, wollen wir es mal mit anderen probieren? Ich gebe anderen eine Chance. Satsenia! Fuck, Satsenia ist zu heftig für Unknown, für den Unbekannten. Dann, okay, du hast genug gemacht. Jetzt kommt unser Tank. Ne, Quatsch, unser Tank macht keinen Sinn. Weil unser Tank kann es nicht vergiften, weil Satsenia ein Gifttyp ist. Na komm, ich opfere mal Girafarik. Weil wenn ich jetzt ein Magma einsetze, dann tut's weh. Ha, Sunny Day wird mir helfen. Wenn mein Magma im Kampf ist. Okay, Physik. Und that's a lot of damage. Jawohl. Nice one. It's only one Pokémon left. Unknown grow to level 32. Und was ist ihr Boss-Pokémon? Bellossom. Also Bellossom ist so eine Mischung. Also Bell heißt Glocke und Blossom heißt Blüte. Das ist so eine Wortkombination. Okay, es kann wahrscheinlich die Attacke Solar Beam. Und was könnte es noch? Wahrscheinlich, wie heißt es? Blättertanz, glaube ich. Wieso habe ich jetzt wirklich Tough eingesetzt? Ich habe mich wahrscheinlich vertippt. Egal, zögern wir den Kampf ein bisschen heraus. Double Team. Aha, Solar Beam, ich wusste es. Es kann... Solar Beam. Aber egal. Au, das tut voll weh. Wow, das tut echt voll weh. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es so weh tut.
Rest mal eine Runde. Schnarch. I'm faded, sagt das Sonnenlicht. Und jetzt macht er wieder Sunny Day. Ah, ja. Another solar beam. Und er ist aufgewacht. Und ich hoffe, dieser Solar Beam trifft nicht. Weil sonst wäre mein Wigglytuff down. Okay, gut. Ja, und die Leftovers wirken. Das machen wir jetzt so lange, bis Solarbeam keine AP mehr hat. Dann ist die ganze Sunny Day Solarbeam Strategie für ihn im Arsch. Dann ist das Pokémon nur halb so stark. Dann kann es wahrscheinlich nur noch mit, wie heißt die Attacke, Ding angreifen. Ding. Die Attacke heißt Lethartanz, wenn es die Attacke kann. Du hast kein Sonnenlicht mehr. Rest mal eine Runde, wirklich tough. Was ist Pomelows Lieblingssendung auf Pro7? Wigglytuff. Okay. Sunny Day hat nur 5 AP, müsst ihr wissen. Von daher funktioniert diese Strategie auf Dauer nicht so gut. Scheiße. Zu früh benutzt. Lustig wäre es, wenn man Rest benutzen würde, dass es dann trotzdem einschlägt, auch wenn es nichts heilt. Das wäre witzig. Aha. Ich sehe schon, Bellossom ist ein kleiner Damage-Dealer. Er benutzt nur Power-Attacken. Giga Drain ist aber nicht so gut. Nicht so gut wie Solar Beam, aber immer noch eine gute Pflanzenattacke, aber schlechter als Solar Beam. Joa. Ich glaube, ich mache das jetzt so lange, bis keine AP mehr da sind. Ich will wissen, was für Attacken Bellossom kann. Das könnte mir vielleicht weiterhelfen, wenn wir mal wieder ein Rematch gegen die haben. Mensch, jetzt triffst du auch nicht. Du bist mir so eine Heldin, Bellossom. Wollen wir Bellossom sich selbst killen lassen? Mit Verzweiflung und so? Ja, Sunny Day bringt dir nichts, wenn du keine AP mehr auf Dingens hast, auf Solar Beam. Attack ranked up. Attack ranked up. Bellossom used Sunny Day, because this is the only attack which Bellossom helps a little bit. Oh, Synthesis. And I guess Bellossom has no damage attack left. So that's the reason because it why it's used Synthesis now, and it will be used Struggle soon. Ja. Ich hoffe, das Englisch war verständlich. Ich greife es jetzt nicht an, das heilt sich sonst eh. Vor allem, Sonnenlicht wird verstärkt auch die Stärke von Synthesis, da heilt Synthese mehr. Okay, jetzt habe ich Curse auf Maximum gebracht. Jetzt kann ich ja noch Doppelteam benutzen. Und der Struggle geht los. Oh shit, die Attacke geht daneben. Die Attacke muss treffen. Fuck. Toxic.
wieso kannst du keine Eigenschaften? Warte, wieso kann ich es vergiften? Ach ja, richtig, Bellossom ist ja kein Gifttyp. Ach, ich denke immer, bei Bellossom die Entwicklung aus Myrapla und Duflo ist, dass es ein Gifttyp ist, aber es verliert den Gifttyp nach der Entwicklung. Stimmt, da war ja was. Hätte ich eigentlich schon früher machen können. Und Struggle hat mich getroffen. Das macht sehr viel Schaden. Oh nein. Was mache ich da nur? Oh, Leftovers haben das kuriert. Seht ihr, ich brauche mein Magma gar nicht effektiv nutzen. Ich hätte natürlich Magma benutzen können und immer Fire Punch und so. Das wäre aber nicht so witzig wie das hier. Klar, das dauert ein bisschen länger, aber wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja Zeit. Ne? Darum geht es ja in dem Spiel, zu machen, auf was man gerade Bock hat. Evasion will not rise anymore. Mein Gott, ist Bellossom schwach. Es macht mir keinen einzigen Schaden. KP-Schaden. Hyper Potion. Das zögert das Ganze noch mehr heraus. Can you feel the pain from the poison? Oh no, I have taken damage. Und adios. Das ist der Farbordin für uns. Alles klar. Oh, I concede defeat. You are remarkably strong. I shall give you Rainbow Badge, aka Farborden. Yeah! Here is the Color Order. That was a delightful match. I feel inspired. Please, I wish you to have this TM. This is Giga Drain. It is a wonderful move that drains half the damage of inflicts to heal your Pokemon. Please use it if you please as you. Yankari save TM 19. Losing life's a better aftertaste, but I knowing that there's a strong trainers spurs me to do better. Alright, if you say that. Okay. Alright, und ein Anruf. Hallo? Hallo, this is the official Pokémon League office. Congratulations on completing another challenge. Let's update your account to reflect your new badge. Okay. You currently have 7 letters. Trainers with the Safari Zone in Fuxana City has reopened. Go finishing our hunt for rare Pokemon. Thank you and have a good day. Thanks. I guess. Wir waren schon in der Safari Zone. Dieser Anruf war total unnötig. Haben wir irgendwas Neues freigeschaltet? Nein, sonst hätte man das uns gesagt, ne? Wollen wir uns gleich den nächsten Orden holen? Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist ein bisschen zu früh. Was machen wir jetzt? Auf was hätte ich denn Bock? Ich hab Bock, ein paar Trainer zu bekämpfen. Gehen wir mal nach Lavandia. Ja, den Seenort könnten wir uns jetzt auch holen. Den hebe ich mir aber für ein anderes Mal auf. Genauso wie den Sumpforten. Genau, hier sind ein paar Trainer. We are the Kanto Pokémon Federation. Right on. Irgend so eine Biker-Gang. Die denken, sie wären die coolsten. Mit ihren Fahrrädern. Ah ne, das sind Motorräder. Entschuldigung. Und meistens setzen sie Gift-Pokémon ein. Oder, ja. Ja, Gift-Pokémon sind.
Wie zum Beispiel dieses Koffing Level 28, was total schwach ist, nämlich mit einem C im Psychic Down geht. The next one, it's a... another coughing! Why do you use coughing? This is not a good strategy. My son, I told you, don't use a coughing against a Girafarig, it's not good. You will only lose battles if you do this. Alright, we have defeated this guy. Wow, haben wir zwei Schneider eigentlich? Na, ist egal. Der nächste von der Gebrüder... von den drei Dummen... The cops shut down our underground Pathmons. That really frightens me. Also, der ist sauer, weil die ihren Untergrund geschlossen haben. Die Polizei, quasi. Der Harris. Und er benutzt ein Flamara. Level 28, was total süß ist. Oh, ist das süß. Seht euch diese Flammare Level 28 an. Ja, ist das richtig putzig. Mit diesen Ohrtierchen und mit dem knuddeligen Gesicht. Oh, es benutzt Feuerattacken. Es ist ganz heiß auf uns. Was? Ja, komm. Machen wir ihn ganz nass. So. Oh, er scheint Wasser nicht zu mögen. Er ist wie eine Katze. Bloß sieht er aus wie ein Hase. Eine Hasenkatze. Was total selten ist heutzutage. Eine ausgestorbene Art, kann man sagen. Jetzt rede ich hier schon wieder Bullshit, ich weiß. Aber, naja, so ist es nun mal. Und der letzte, der Gebrüder Dumm. We are the Kanto Pokemon Federation Trainer Idiots Group. We will drive you under our wheels. Oh, das ist voll schon Körperverletzung, was du da machst, ne? Dwayne. Ja, Dwayne ist auch so ein amerikanischer Name, so. Nicht, dass ich behaupte jetzt, dass Amerikaner kriminell sind, aber es ist statistisch bewiesen, dass in Nordamerika mehr Kriminalitäten sind als in anderen Ländern. Also in anderen Kontinenten auf diesem Planeten. Und USA ist in Nordamerika. Also, ja. Ne, an alle, die jetzt sagen, was hast du? Schau wieder gegen die USA! Ich habe nichts gegen die USA, ich habe auch nichts gegen die Einwohner, die leben. Ich habe nur was gegen die Politik von den USA, weil die für ein Arsch ist. Ohne jetzt politisch werden zu wollen, aber es ist so. Seht euch doch mal an, was der Trump macht. Mehr muss man dazu nicht sagen. Oh Gott, das sind so langweilige Kämpfe. Ich glaube, ich benutze mein Metronom. Auch wenn es einladend ist, mit einem Psycho-Pokémon die ganzen Gift-Rauch-Pokémon auszuschalten. Ich benutze jetzt mein Metronom, damit ein bisschen interessante Sachen hier passieren. Wir können ja jetzt ein bisschen rumalbern gegen die Trainer. Oh nein, er benutzt Sludge. Er hat mein Girafarig gekillt. Oh Gott! Wie konnte das denn passieren? Jetzt muss ich glatt... Nein, ich habe das Parker falsche Pokémon eingesetzt. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Was habe ich denn da jetzt noch? Ich könnte das benutzen. Genau, ich benutze Azumarill. Oder Azumarill, whatever. Oh, er raucht wieder eine Runde. Das ist so ein richtiges Raucher-Pokémon, was sich cool fühlt, wenn es eine Zigarette raucht. So, wisst ihr, was ich meine? So, oh, seht mich an, wie geil ich bin. Ich habe eine Kippe in der Hand. Ich verletze mich selber. Oh. Wow, er verletzt sich echt selber. Wow. Ja, krass. Er will anscheinend nicht, dass ich da rumalber. Heftig.
Ja, okay, Gebrüder Doof hätten wir besiegt. Die drei Frageblöden. Blöder. Oh Gott, der ist fies gesetzt. Der ist fies gesetzt. Do you have gym badges? I will steal it all from you. I like stealing your badges right now. Because I don't have any time to collect them all. Okay, er hat ein Magnetilo. Vom Typ Stahl und Elektro. Können wir das schaffen? Vielleicht werden wir was Geiles mit Metronom rausbekommen. Was so unwahrscheinlich ist, aber es besteht die Möglichkeit. Fuck, Agility. Ist das dein Ernst? Agility? Agility! Okay, er benutzt Locker und das ist genauso schlecht. Okay, jetzt ist nichts passiert, kann man sagen. Ich gebe dir noch eine Chance. Los! Mach was Geiles. Boah! It's not very effective. Boah! Alter, habt ihr das gesehen, wie geil die Attacke war? Och nö, Super Sonic. Ich mochte die Sonic-Reihe noch nie. Und jetzt kommt der Super Sonic in Pokémon rein. Oh, come on. Why do you hurt yourself? And why do you use Lock-On again? You can only use an Electro-Attack and my Azumarill is down. Dynamic Punch. Das wäre jetzt die ultimative Attacke gewesen. Gegen Magnemite, aber die ist halt sehr ungenau, die Attacke. Okay, was haben wir denn jetzt noch zur Auswahl? Wie wäre es mit... Ne, Magma habe ich keinen Bock drauf. Magma ist so gut, du habe ich auch keinen Bock. Wirklich tough geben, man kann das richtig einsetzen. Also ich muss irgendwas einsetzen, was ich keinen Bock habe. Nimm mal Magma, komm. Ist auch blöd, dass das ein Elektro-Typ ist. Das macht den ganzen Spaß kaputt. Fuck, ich habe mich verklickt. Oh nein, ich habe mich verklickt. Wie konnte das denn passieren? Oh nein, ich habe mich nochmal verklickt. Wie dumm von mir. Och nö, jetzt bin ich deswegen paralysiert. Wie konnte das denn passieren? Ich habe mich zweimal verklickt. Mein Gott, jetzt habe ich mich nochmal verklickt. Alter, vielleicht sollte ich aufpassen, was ich mache. Aber gleich habe ich das besiegt. Oh, es ist paralysiert. Ja gut, jetzt haben wir wieder gleich von der Initiative. Ist okay. Ich habe mich viermal verklickt bei einem Magnemite. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Es ist ja nicht so, als hätte ich mich... als würde ich das mit Absicht machen. Nein, würde ich niemals machen. Und was kommt als nächstes? Noch ein Magnemite. Ich könnte den Kampf noch spannender machen, indem ich jetzt mal Smokescreen benutze. Das wird ein bisschen Chaos jetzt reinbringen ins Spiel. Ich könnte natürlich jetzt auch Fire Punch benutzen, aber irgendwie habe ich keine Lust auf Fire Punch. Fire Punch ist irgendwie so. Ne. Super Sonic. Ich hasse Super Sonic. Super Sonic überzeugt mich sogar langsam mal diese Attacke einzusetzen. Ich glaube, so langsam sollte ich ein bisschen Feuer ins Spiel bringen. Sagt man das so? Langsam wird's heiß hier, kapiert? Wie konnte es passieren, dass mein Magma gekillt worden ist? Das darf doch nicht wahr sein. Oh nein, jetzt habe ich nur noch drei Pokémon. Das wird doch sicherlich nicht spannend, oder? Müssen wir mal Hidden Power. Und schauen, wie wenig das abzieht. Okay. Ich mag Thunderwave nicht, wenn es gegen mich eingesetzt wird. Und auch kein Super Sonic. Hör auf mit dem Mist. It hurt himself in his confusion. Was du nicht sagst. Unknown is confused. Unknown used hidden power. Immer diese Stahl-Pokémon. Es dauert ja ewig, bis die down sind. Oh,
Anion is not confused anymore. Immerhin eine gute Nachricht. Na, was meint ihr? Wer gewinnt? Anion oder Magnemite? Uhuhu, das wird spannend. Oh, mit Volltreffer besiegt. Also, man kann jetzt sagen, das ist jetzt die Bestätigung, dass Anion besser ist als Magnetilo. Das war der Beweis, ich hab das gerade gesehen. Kann es noch einen Magnemite besiegen? Wir könnten es ausprobieren. Oh, jetzt ist unser Anion richtig gut drauf. It helps itself in his confusion. Sonic Boom wäre das Todesurteil gewesen für Anion. Und noch ein Volltreffer bitte. Leider nicht. Aber seht ihr, wie stark unser Anion jetzt ist. Es hat einmal einen halb Magnetilus besiegt. Okay, jetzt müssen wir Sogududu benutzen. Was benutzen wir denn? Ich könnte Fire Punch benutzen, ich könnte Earthquake benutzen. Ich kenne Rock Slide, ja, Rock Slide, Thunder Punch. Lass mal Thunder Punch. Ich spiele ein bisschen mit dem Feuer, ich weiß. Aber dafür sind die Kämpfe ein bisschen spannender, nicht so langweilig. Ich habe das Gefühl, dieser Trainer hier bereitet uns mehr Probleme als Erika. Kann das sein? Gut, er ist ja auch ein Super-Nerd. Er hat Pokémon studiert. Das darf man nicht vergessen. Huh. Habt ihr das gesehen? Das war ja voll der heftige Trainer. Und den haben wir so einfach so random gesehen. Also, Wahnsinn. Das kann man doch nicht uns so antun, so. Und da ist dann noch ein Trainer. Nein, das ist ein Bärenbusch. Hallo, Bärenbusch. It's a fruitberry tree. Hey, it's a Psycho-Berry. Da hat wohl ein Spielentwickler seinen Kaffee verschüttet und der hat die Tastatur ein bisschen beschädigt und die Tastatur hat komische Eingaben gemacht. Hello, welcome to our Pokémon Center. We can hear your Pokémon to perfect health. Shall we hit your Pokémon? Okay, Maya, I see your Pokémon. Thanks for waiting. Pokémon are fully healed. I have to see you again. Alright. Und ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part, wenn wir uns Lavendia genauer anschauen. Macht's gut, euer Janka. Ciao.